und willkommen zu einem Video. Ich hatte diese Woche leider sehr viel zu tun und deswegen kann ich jetzt kein ziemlich aufwendiges Video drehen. Deswegen gibt es jetzt mal so ein anderes Video, wo ich mal nichts selber male. Und zwar wollte ich euch heute so meine Top 15 Zeichen YouTuber quasi nennen, zeigen, die mich so inspirieren. Und zwar fangen wir mit dem ersten Kanal. Und zwar ist es der Kanal von Shania Bo. Also ihre Videos gucke ich, glaube ich, mit am meisten. Der nächste Kanal ist Lama Arts 23. Also ihre Videos gucke ich auch ziemlich oft. Ihr seht allein schon auf den Thumbnails, dass sie auch ziemlich gut malen kann. Die nächste Kunst-YouTuberin ist I'm Yette. Die schaue ich auch ziemlich oft. Und ihr könnt übrigens alle, die ich jetzt nenne, abonnieren, wenn ihr wollt. Ich packe unten einfach mal einen Link zu jedem rein, zu jeder Person. Dann gibt es noch Julia. Sie ist auch sehr erfolgreich und sie kann sehr gut malen. Dann einmal Isabella Draws. Allein schon hier oben an ihrem Kanal-Banner erkennt man schon, wie gut sie einfach malen kann. Es ist einfach schön. Die nächste Person ist Hugo Lemos. Der kann auch sehr, sehr geil malen. Ja, ich sage gerade aktuell zu den einzelnen YouTubern nicht so viel, weil ich habe halt erst, als ich hatte angefangen zu filmen, da habe ich mal zu jedem YouTuber so noch einen Clip reingepackt, wo so zu sehen ist, was die so malen. Aber ich werde es doch nicht tun, weil ich nicht weiß, ob die YouTuber das möchten. Der nächste YouTuber ist Artcoaster. Und Artcoaster hat quasi eben erst 700.000 erreicht. Das ist sehr cool. Kann auch sehr gut malen. The next person ist Art Boutique. Kann sehr gut malen. Ja, es geht weiter mit. Ja, das ist die nächste Person. Ich spreche den Namen jetzt gar nicht aus, weil ich weiß, ich werde es falsch aussprechen. Auf jeden Fall auch ein sehr nicer Kanal. Kann sehr gut malen. Es geht direkt weiter. Das ist der nächste Kanal. Und zwar Art in All Mediums. Und du hast 14.000 erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Hier sind übrigens sehr viele englische YouTuber dabei, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ich weiß, dass sie wahrscheinlich nicht verstehen, was ich hier gerade so nice über die erzähle. Aber ja. The next person ist Ise Carolina. Sie malt halt auf Leinwand und es sieht so gut aus. Ich liebe ihre Videos. Dann haben wir Eddie Drawings. Sie malt auch ziemlich gut. Und Glückwunsch zu 750 Abonnenten. Und ja, weiter geht's. Ja, die nächste Person ist Neos Drawings. Die Zeichnungen. Die sind einfach so gut. Oh Mann, die sind alle so schön. Generell von jedem. Alle können einfach so gut zeichnen. Der nächste Kanal ist Vitas Artworks. Und ich liebe ihre Tierporträts. Die sind einfach so unfassbar schön. Und der letzte Kanal ist, ich spreche es jetzt falsch aus, Faith Kennedy Art. Und die Person malt, ich habe eine WhatsApp bekommen, malt sehr gut. Ja. Ja, das Video ist auch schon vorbei. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich bin gespannt,
wer das ja das anschaut. Also ob irgendjemanden, den ich da genannt habe, eben von den YouTubern das sehen wird. Ich bin gespannt. Bis dann.